Hi, ich bin Clemens. Ich bin bei Münster Medien in den Redaktionen 48.1 und Promenade. Hauptsächlich höre ich Hip-Hop, überwiegend eigentlich deutschen Hip-Hop. Natürlich auch international, aber ich höre auch manchmal in was Französisches tatsächlich rein, aber überwiegend deutschen und englischen Hip-Hop. Ja, heute stelle ich euch das Album Paradies von Erdeka vor. Es ist ein sehr Hip-Hop-lastiges Album, ist auf jeden Fall im Hip-Hop angesiedelt. Und bei Erdeka handelt es sich um einen deutschen Rapper, der sich auf jeden Fall eine große Fanbase im Internet gesammelt hat und der dann tatsächlich bei Keine Liebe gesigned wurde. Das ist das Label von Prinz Pi, das dürfte jedem etwas sagen. Mein Lieblingssong, einen speziellen habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Schwarz-Weiß ist ganz weit oben oder Stroboskop, das ist das Intro. Empfehlen kann ich das Album auf jeden Fall eigentlich so gut wie fast jedem. Es ist zwar sehr Hip-Hop-lastig, aber das Album hat einen einzigartigen Klang, von Max Mosley produziert. Und ich kenne auch viele aus meinem Bekanntenkreis, die sich wenig mit Hip-Hop beschäftigen, wenig Hip-Hop hören und auch sehr begeistert hiervon waren. Einfach durch diesen einzigartigen Klang und die einzigartigen Lyrics, die im Gesamtpaket eigentlich wirklich vielen Menschen zusagen werden. Yeah.